man Zeit mitbringt. Bei mir war das zum Beispiel früher so, wie ich so ein Jahr ungefähr trainiert habe und habe dann Bilder gesehen von meinen Vorbildern wie Schwarzenegger und die anderen, die da hinter ihm standen, und habe mir eigentlich beim Betrachten der Bilder gedacht, ja, das ist so unwahrscheinlich, so eine Muskelmasse, sowas wirst du wahrscheinlich nie erreichen. Und wenn ich jetzt so heute, jetzt wo ich selber Weltmeister bin, mal wieder so die Bilder betrachte, so von mir oder von denen, wo ich damals dachte, die so eine riesige Muskelmasse haben, die fast unerreichbar aussieht, muss ich feststellen, heute habe eigentlich mehr Muskelmasse. Und die Zeit hat sich so geändert, dass wir heute eigentlich viel, viel weiter sind wie vor 10 Jahren in dem Sport. Und das ist das, was ich den Anfängern sagen möchte, dass sie einfach Geduld haben sollen. Ja, trainieren, regelmäßig trainieren, ja, und die Zeit abwarten. Und wenn sie 10 Jahre oder 8 Jahre durchgehalten haben, voll durchzutrainieren, dann werden sie wahrscheinlich mal da stehen, wo ich stehe oder wo der Ronald jetzt steht. Ich möchte noch hinzufügen, dass man auch als Anfänger gleich auf die Ernährung ein bisschen achten sollte. Denn wie bei dir wahrscheinlich auch schon gewesen, habe ich in der ersten Zeit mir unheimlich viel Masse in Anführungszeichen angefuttert und natürlich nachher Schwierigkeiten gehabt, das wieder herunter zu diäten. Und so ist, glaube ich, auch für den Anfänger entscheidender, sich im Spiegel zu betrachten als auf der Waage, um so dann auch gleichzeitig seine Fortschritte gut sichtbar werden zu lassen. Also nicht auf Teufel komm raus sich das Gewicht anfuttern, nur damit man mal 100 Kilo wiegt oder einen fetten 50er Arm hat. Das ist überhaupt nicht entscheidend.